Die Themen der heutigen Sendung: Ostern in Olfenstedt, Kinder auf Eiersuche, Bundesworkshop auf dem Bauspielplatz, Fest zum 30. Jahrestag der Straßenbahn nach Olfenstedt, Erzählcafé der Feuerwehr, Kunst in Olfenstedt und Weitlingsschüler auf Erkundung an der Magdeburger Uni, der vierte und letzte Teil. Hallo und herzlich willkommen zur Mai-Ausgabe von OlfenTV, Ihrem Stadtteilfernsehen von Olfenstedt und Nordwest. Ostern ist zwar schon einige Tage her, aber wir dachten, eine Nachlese würde sich lohnen. Denn für die Kinder in Olfenstedt fand auch in diesem Jahr wieder die große Ostersuche statt. Und an der Kümmelsburg wurde der Winter mit einem Osterfeuer verabschiedet. Ein früher Morgen, einige Tage vor Ostern im Floraparkgarten. Unterstützer vom Osterhasen waren schon dabei, Geschenke zu verstecken für die Kita-Kinder aus Olfenstedt und Nordwest. Die konnten sich auch in diesem Jahr über die kleinen Aufmerksamkeiten freuen, die von fleißigen Händen im ASZ Olfenstedt, der GWA-Gruppe und weiteren Helfern hergestellt wurden. Man musste schon sehr genau hinsehen, um die netten Basteleien zu entdecken. Die Hasen in der Wiese und am Wegesrand, die bunten Ostereier, einige sogar in lustiger Verpackung, oder die Körbchen, jedes für ein Kind. Und da kamen sie auch schon. Über 100 Kinder stürmten das Areal. Für jede Kita gab es einen eigenen Bereich, jeder mit einer anderen Farbe markiert. Es sollten ja alle etwas abbekommen. Dankeschön für die fleißigen Osterhasen hatten die Kinder ein Lied einstudiert. Auch die obligatorischen Fotos für die Bilderalben der Kitas durfte natürlich nicht fehlen. Während die einen ihre gefundenen Schätze begutachteten, nutzten andere derweil das schöne Frühlingswetter mit Spielen aus. Ortswechsel. Im Westen unseres Stadtteils, neben dem Kümmelsberg, wurde der Winter vertrieben. Das Kinder- und Jugendhaus Kümmelsburg hatte zum Osterfeuer eingeladen. Ja, heute ist ein Osterfeuer. Davor machen wir natürlich noch Spiele mit den Kindern. Ostereier suchen, Körbchen suchen und das goldene Ei finden natürlich ganz wichtig.
Das ist alles hier rund um den Kümmelsberg. Rund um den Kümmelsberg, genau. In der schönen Natur bei herrlichem Wetter. Ob die Ente auch mitmachen wollte, wissen wir nicht. Die Kinder jedenfalls gingen erst einmal auf die Suche nach dem goldenen Ei. Auf dem Weg dorthin waren einige Aufgaben zu lösen und Fragen zu beantworten. Die Frage? Nele. Nele, bitte. Welche Vögel kommen aus dem Süden? Wer kennt einen Vogel? Ich. Das sag's. So, immer schön warten, bis wir wieder beim Werken dran sind. Das goldene Ei war gefunden und sein Inhalt konnte an die Schatzsucher verteilt werden. Währenddessen hatten Helfer am Fuße des Berges eine weitere Überraschung vorbereitet. Jedes Kind konnte ein verstecktes Osterkörbchen suchen. Auf die Plätze, fertig und los! Stolz präsentierten sie ihre gefundenen Schätze, naja, Osterkörbchen. Die Zeit bis zum Anzünden des großen Feuers wurde mit einigen Spielen überbrückt. Was man doch so aus alten Kartons und Eierverpackungen machen kann. Und die Hasen hatten auch ihren Spaß. Dann endlich war es soweit. Das Osterfeuer wurde entzündet und der Winter damit endgültig vertrieben. Der Bauspielplatz gleich neben der Düppeler Mühle war vor kurzem Mittelpunkt eines großen Weiterbildungswochenendes. Aus der gesamten Republik waren sie angereist. Wer? Na schauen Sie mal. Weithin halten die Trommelklänge vom Bauspielplatz Mühlstein im April. Nur einer von mehreren Workshops, die an jenem Wochenende hier stattfanden. Heute auf dem Bauspielplatz ganz viele Gäste aus dem Bundesgebiet, aus der ganzen Bundesrepublik. Die Leute kommen aus Baden-Württemberg, Bayern, eigentlich aus allen Bundesländern. Und wir sind total froh, dass das Wetter so schön ist. Und die Leute sind hier, um sich fortzubilden für ihre Arbeit auf Jugendfarmen, Bauspielplätzen, Abenteuer- und Aktivspielplätzen. Und haben viel Spaß bei vielen Workshops, bei vielen verschiedenen Aktionen, die wir hier haben. Wir haben einen Strohballenbau-Workshop, einen Fahrrad-Bastel-Workshop, einen Trommel-Workshop, einmal Obst- und Gehölzpflege, Graffiti, Siebdruck, Raku-Keramik und Erlebnispädagogik. Und sind diese Workshops alle hier auf dem Bauspielplatz? Oder? Die meisten sind hier auf dem Bauspielplatz. Ein paar haben wir noch im Kinder- und Jugendtreff Mühle untergebracht. Auch in der Turmhalle wurde schon getrommelt. Und das ganze Gelände ist bespielt. Und wir hatten uns mit unserer Kamera einen Tag bei den Workshops einmal umgesehen. Trommeln will auch gelernt sein, so die Erfahrung bei dieser Gruppe. Aber dafür waren sie ja hier. Einige Schritte weiter waren Baumeister am Schaffen. Unter sachkundiger Anleitung sollte hier ein Haus aus Stroh und Lehm entstehen. Wir schauten aber später noch einmal vorbei, denn so schnell ging es ja nun auch wieder nicht. Im Kinder- und Jugendtreff Mühle, gleich nebenan, waren weitere Arbeitsgruppen zugange. Kreatives Arbeiten mit Schablonen zum Beispiel, oder besser gesagt, Schablonen herstellen,
die dann bei Graffiti-Arbeiten zum Einsatz kommen sollten. Oder auch das Erlernen und Ausprobieren der Techniken beim Siebdruck. Um Wissensvermittlung im Bereich der Botanik ging es in diesem Workshop. Wie sollten Bäume und Sträucher richtig geschnitten werden, damit sie optimal gedeihen könnten? Oder welchen Einfluss hat die Standortwahl sowie die Bodenbeschaffenheit auf das Wachstum von Pflanzen? Im praktischen Teil profitierte sogar der Bauspielplatz direkt von der Gruppe, denn die Obstbäume auf dem Gelände bekamen gleich einen ordentlichen Schnitt. Die richtigen Handgriffe erlernen und festigen beim Flottmachen alter Fahrräder hatte diese Gruppe zum Ziel. Auch in der Töpferwerkstatt wurde fleißig gewerkelt. Nur im direkten Umfeld der Dipplermühle war man aktiv. Eine Gruppe hatte sich zur Aufgabe gemacht, Kunst im Stadtteil wörtlich zu nehmen. Rund um den Apelbrunnen im Brunetautring wurde unter Anleitung der Künstlerin Dagmar Schmidt und unseres Stadtteilmanagers Stefan Köder pfiffige Ideen in die Tat umgesetzt. Tape Art nannte sich das, was hier entstand. Mit bunten Klebestreifen Akzente setzen. Da Kreativität auch hungrig macht, lief der Backofen auf Hochtouren. Veganes frisch aus dem Ofen. Und wie war das mit dem Strohhaus? Am späten Nachmittag hatte es schon interessante Formen angenommen. Sogar eine erste Lage Lehm konnte an den Wänden angebracht werden. Übrigens, der Bauspielplatz Mühlstein ist der einzige seiner Art in Sachsen-Anhalt. Andere Städte, wie zum Beispiel Stuttgart oder Berlin, verfügen gleich über 20 Plätze dieser Art. Der Abend klang dann aus mit Live-Musik der Magdeburger Band Foyal.
Dass man mit der Straßenbahn nach Olfenstedt fahren kann, weiß sicherlich schon jeder. Doch dass es jetzt schon 30 Jahre her ist, als die Bahn erstmals hierher fuhr, ist nicht so bekannt. Ein Anlass, dieses Jubiläum mit einem kleinen Fest zu feiern. Heutzutage ein doch seltener Anblick, ein Straßenbahnzug der Tatra-Serie. Vor 30 Jahren sah das anders aus. Auf den Tag genau am 27. April 1983 fuhr die erste Bahn nach Olfenstedt. Natürlich ein damals moderner Tatra-Zug. Heute sind sie aus dem Wagenpark der Magdeburger Verkehrsbetriebe fast gänzlich verschwunden. Nur vor einigen Tagen, an diesem Sonntag im April, rollten sie als nunmehr historische Fahrzeuge in unseren Stadtteil. 30 Jahre Streckenerweiterung nach Olfenstedt waren es wert, dieses Jubiläum mit einem kleinen Fest zu würdigen. Akteure aus Olfenstedt hatten es angeregt. Mit dabei natürlich die MVG. Vielen Dank, Herr Germann, dass wir auf Ihrem Fest zu Gast sein dürfen und auch die Gelegenheit hatten, den ein oder anderen interessierten und auch wichtigen Gast mitzubringen. Ich darf insbesondere begrüßen Herrn Dr. Scheidemann als unseren Aufsichtsratsvorsitzenden und Baubeigeordneten der Landeshauptstadt Magdeburg, Herrn Brüning als Sozialbeigeordneten der Landeshauptstadt Magdeburg. Wir haben Vertreter von verschiedenen Stadtratsfraktionen hier zugegen, die sich ebenfalls mit in unserem Zug befanden. Unser ehemaliger Geschäftsführer, Herr Regener, ist da. Herr Friedrichs, unser ehemaliger Betriebsleiter. Also alle haben großes Interesse an Ihrem Fest. Vor circa 30 Jahren war ich persönlich nicht dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben auch mit an Bord gehabt, die drei Fahrer, und also zwei Fahrer, eine Fahrerin, die vor 30 Jahren die ersten Züge gefahren haben. Und zwar gab es seinerzeit zwei Sonderzüge und einen ersten Linienzug. Den ersten Linienzug fuhr der Herr Greffner und die beiden Sonderzüge die Frau Herrmann und Herr Rupprecht. Alle drei sind auch heute noch bei uns im Unternehmen tätig, das finde ich besonders schön, und haben aber heute den Tag genossen und sind nicht selbst gefahren. Es war schon einiges los an der Haltestelle am Stern. So ließ es sich Stefan Zimmerling von der Apotheke nicht nehmen, Selbststand anzulegen beim Zuckerwatte herstellen. Gleich um die Ecke im Schaufenster der Tierarztpraxis hatte der Hobbyfotograf Hubert Rauch eine kleine Fotosammlung zusammengestellt. Du hast hier eine tolle Ausstellung hier draußen dran. Worum geht's da? Es geht darum, aus Anlass des 30. Jahrestags der Streckeneröffnung nach Olfenstedt. Und daraus resultierte die Idee, alte Fotos aus alten Kisten hervorzukramen, neu zu entwickeln und hier am heutigen Tag zu präsentieren, damit die Leute auch mal sehen, wie sah es damals 1983, 84 aus. Auch Zeitzeugen aus jener Bauepoche der Straßenbahn konnte man treffen. Wie Georg Schark, der mit seinem LKW die 24 Meter langen Schienen zur Baustelle transportierte. Wir haben den Transport durchgeführt von Diesdorfer Graseweg hier nach die neue Strecke. Waren Sie die ganze Zeit beim Bau mit dabei? Ja, wir haben nur transportiert, ich komme vom Kraftverkehr. Und was haben Sie denn gefahren? Graszugmaschine mit Tieflader. Und war das eigentlich damals schon so einfach, auf der Straße hier lang zu fahren? Na, einfach nicht. Wir wurden ja begleitet. Und die Schienen waren ja 24 Meter lang. Natürlich durften die richtig historischen Straßenbahnen an diesem Tag auch nicht fehlen. Mit Sonderfahrten präsentierten sich diese Oldtimer und luden zu einer Extrarunde auf die Strecke ein. Etwas abseits vom Trubel hatte sich die Wohnungsbaugenossenschaft Otto von Gericke für diesen Tag etwas Besonderes einfallen lassen. So, wir haben hier auch etwas Neues, Kunst am Bau in Olfenstedt. Herr Hornemann von der Otto von Gericke Wohnungsbaugenossenschaft, Sie sind schuld an diesem Kunstwerk. Ja, sind wir gerne schuld. Es gab einen schönen Anlass, nämlich 30 Jahre Straßenbahn nach Neu-Olfenstedt. Und wir fanden, man müsste diesem Ereignis mal den richtigen Rahmen geben, sollte daran erinnern, auch all die daran erinnern, die heute nicht zu dem Festakt da sein können. Und da hier sehr viele Leute immer langlaufen zu den Einkaufsmärkten, haben wir gedacht, das ist der beste Standort, den wir finden können, und haben ein Trafohaus gestalten lassen. Wir hatten vor kurzem einen Besuch von einem Mieter hier aus Olfenstedt, dem Herrn Rauch.
Und Herr Rauch hat mir ein historisches Foto von der damaligen ersten Fahrt der Straßenbahn mitgebracht. Und als ich das in Händen hielt, da kam die Idee, wir müssten das irgendwie nochmal auf eine Wand bringen, etwas breiter streuen, die Leute mitnehmen und zeigen, das ist hier passiert, die Infrastruktur ist da. Und Herr Rauch war sozusagen ein Stück weit auch der Ideengeber. Na dann, allzeit gute Fahrt für die Straßenbahn nach Olpenstedt. Das Erzählcafé der Freiwilligen Feuerwehr Olpenstedt hatte am 5. Mai wieder zu einer Gesprächsrunde eingeladen. Das Thema? Kunst am Bau in Olpenstedt. Eine feste Größe bei den Veranstaltungen unseres Stadtteils ist das Erzählcafé der Freiwilligen Feuerwehr Olpenstedt. Nunmehr im neuen Standort. Ja, seit der Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses hier in Olpenstedt führen wir nun das erste Erzählcafé wieder durch. Das Erzählcafé bei der Feuerwehr. Wir hatten ja 15 Erzählcafés in dem alten Feuerwehrgerätehaus durchgeführt, die eigentlich auch großen Anklang gefunden haben. Und wir haben uns entschlossen, diese kleine Serie, der Förderverein der Feuerwehr und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, hier eben weiterzuführen, solange eben auch die Resonanz da ist. Heute habt ihr ja mal ein ganz besonderes Thema auf der Tagesordnung, Kunst in Neu-Olpenstedt. Wie kommt man dazu, so ein Thema aufzugreifen? Na, es gab ja schon sehr viele Führungen, auch mit Bruno Groth hier durch Neu-Olpenstedt, wo er also als Kunsthandwerker seine Keramikkunst hier verewigt hat. Vieles ist jetzt schon der Abrissbirne zum Opfer gefallen. Wir wollen einfach unseren Beitrag dazu leisten, dass das, was noch da ist, gewürdigt wird und das, was vielleicht schon weg ist, an diese Sache möchten wir uns eben auch nochmal erinnern. Kunst im öffentlichen Raum, so Bruno Groth in seinem Vortrag, ist eine Bereicherung im Wohnumfeld. Nicht immer erfährt sie jedoch eine entsprechende Würdigung oder ist sie von vornherein Bestandteil der Städteplanung. Oftmals ist sie eine Hinzufügung und Ergänzung nach Fertigstellung der Bauten. Ganz anders in Neu-Olpenstedt. Wie Herr Groth an diesem Nachmittag aus eigener Erfahrung berichtete, waren hier Künstler, Architekten und Bauleute gemeinsam an der Planung und Umsetzung der Ideen beteiligt. In einer Zeit, in der Kreativität gefragt war, nicht nur der künstlerischen. Man konnte nicht einfach, wie heute, in einen Baumarkt fahren, sich bunte Fliesen aussuchen und Kunstwerke schaffen. Da war Überzeugung gefragt und Überredungskünste bei Verantwortlichen und Betriebsleitern. Mit dem, was man bekommen konnte, Gutes schaffen. DDR-Zeit eben. Und natürlich auch Selbsthand anlegen, im Plattenwerk, Fliesen auf Betonwände verlegen und hoffen, dass alles auch heil auf der Baustelle ankommt, so Groth. Mit verständlicher Emotionalität vorgetragen, sei es ihm unverständlich, wie heutzutage mit diesen, auch seinen Kunstwerken, teilweise umgegangen werde. Im Zuge des Rückbaus, speziell in Neu-Olpenstedt, verschwinde auch Kunst im öffentlichen Raum, zum Beispiel gestaltete Fassadenelemente an Häusern. Auf die Frage, ob man sie nicht retten könne, habe er zur Antwort bekommen, es müsse sich rechnen. Doch es sei Bewegung in Sachen Kunst gekommen, Verantwortliche der Stadtverwaltung, Wohnungseigentümer und Bewohner wollen in Zukunft gemeinsam mit Kunstschaffenden Wege erkunden, wie Kunstwerke gerettet werden könnten. In einer kleinen Ausstellung konnten sich Besucher an diesem Nachmittag vom Schaffen Bruno Groths als auch weiterer Künstler überzeugen. Und wer aufmerksam durch Neu-Olpenstedt geht, wird hier und da auf Kunst im öffentlichen Raum treffen. Noch ist sie vorhanden. Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg war im Januar Ziel und Gegenstand einer Erkundung von Schülern der Weidling-Schule. Heute nun der vierte und letzte Teil der kleinen Dokumentation. Also wir sind jetzt in Technik für
aus. Hier sind ein paar Labore drin, hier sind auch Hörsäle drin, ganz viele experimentelle Sachen. Hier ist dann Psychologie auch drin, was ich zum Beispiel auch mit studiere. Hier habe ich auch schon einige Klausurtücher mitgebracht. Also wir waren gerade in so einem Hörsaal und ich finde das so interessant, dass das so tief ist und das, was man da alles drin noch machen kann und so. Dass die Schießpulver, oder wie man das nennt, dass es dann hochgegangen ist und der hat uns auch ein bisschen über, also erzählt, was man da macht. Semester. Ich komme jetzt im April ins 6. Semester und werde dann voraussichtlich im Sommer auch meine Bachelorarbeit schreiben. Ich bin Sarah, ich studiere Psychologie und Bildungswissenschaften. Also es ist ein Zweifachstudiengang, das sind zwei Fächer, die man zusammen kombinieren kann und studieren kann. Und ich bin jetzt auch im 5. Semester, mache jetzt nächstes Semester nur noch mein Praktikum und meine Bachelorarbeit und werde danach in den Bereich Personalwesen gehen. Also das ist gut, weil dann kann man besser was verstehen und das war sehr interessant, da haben wir über Tabak und Alkohol gesprochen. Ich finde den Raum besser, wenn man hat, weil da nicht immer diese öden Stühle und das ist halt ein bisschen. Bücher sind das hier in der Bibliothek. Das war sie schon wieder, die Mai-Sendung von OlfenTV. Ich wünsche Ihnen für die kommenden Wochen eine schöne Vorbereitung auf den Sommer. Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Sendung.